Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher im Deutschen Bundestag und verehrte Medienkollegen, auch wenn es ein bisschen schlapp auf der Bank da oben aussieht. Da war ich heute Morgen, ehrlich gesagt, doch vom Donner gerührt. Es ist schön, Herr Maas, dass Sie jetzt als deutscher Außenminister wenigstens hier im Parlament auf Nachfrage zu Syrien Stellung beziehen. Mir sind die Äußerungen Ihrer Kollegin Frau von der Leyen viel früher in den Ohren geklungen. Und das, was Sie, Frau Bundeskanzlerin, heute hier im Parlament verkünden haben, wir wollen in Syrien vorne mit dabei sein, hat mir allerdings fast den Atem verschlagen. Meine Damen und Herren, ich habe 25 Jahre meines Lebens Außen- und Sicherheitspolitik als Journalist verfolgt. Wer mit solchen Vokabeln so leichtfertig umgeht, bei einem möglichen Einsatz in Syrien vorne mit dabei sein zu wollen, da habe ich kein Verständnis für, weil wir wissen nicht, worüber wir da überhaupt reden. Es ist ein Verfassungsbruch, und das weiß jeder in diesem Hause, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland an einem militärischen Einsatz in Syrien beteiligt, ohne dass es ein UN-Mandat dafür gibt. Und von davon habe ich bis dato noch nichts gehört. Sie brechen die Verfassung, bevor überhaupt ein UN-Mandat in Augenschein genommen wurde. Und was bedeutet das? Wir haben schon am Hindukusch knapp 60 Soldaten der deutschen Bundeswehr verloren, meine Damen und Herren. Für eine Mission, die nach 17 Jahren auch jedem in diesem Lande als gescheitert erscheinen muss. Ich kann Ihnen ans Herz legen, Frau Bundeskanzler ist gerade abwesend, ich kann Ihnen ans Herz legen, halten Sie sich an den so oft gescholtenen Soldatenkönig, den Vater vom alten Fritzen, der seinem Sohn mit auf den Weg gegeben hat. Denke daran, dass du für jede Seele eines preußischen Grenadiers verantwortlich bist, die du auf dem Schlachtfeld opferst. Und diese Leichtfertigkeit, mit der da argumentiert wird in Sachen Syrien, ich rieche schon wieder die sogenannte Smoking Gun. Es wird schon von Chemiewaffeneinsatz gesprochen. Da gibt es doch überhaupt gar keine Belege dafür. Es gibt aber den Herrn Ritter, der ja unverdächtig ist, von der OPCW, der nachgewiesen hat, dass beim letzten Einsatz die USA den Duma-Vorfall erfunden haben. Und dann ahne ich, dass es jetzt wieder mal zwingend notwendig sein muss, einen Giftgasangriff herbeizureden. Und Sie alle wissen, Herr Assad braucht keinen Giftgasangriff mehr. Die Terroristen der Al-Nusra-Front sind in der Enge und sind in ihrem letzten Stronghold. Und damit wäre es aus seiner Perspektive kontraproduktiv sogar, irgendwelche Mittel einzusetzen. Und Sie müssten ja auch gelesen haben, dass die syrischen Streitkräfte drei Korridore aufgemacht haben in Idlib. Und die Al-Nusra-Front, die übrigens zu den Terroristen gehört, die haben mit dem IS zusammengearbeitet, die westlichen Nationen bekämpft haben über Jahre. Jetzt plötzlich entwickeln wir für die Verständnis. Ich glaube, verschlucke da lieber, was ich sagen wollte. Jetzt entwickeln wir dafür Verständnis, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann ist das Ende eines militärischen Konflikts, den natürlich keiner in diesem Hause so haben wollte. Wir hätten uns gewünscht, dass es zu einem friedlichen Ausgleich zwischen den politischen Kräften in Syrien gibt. Aber Sie müssen nun mal anerkennen, dass Herr Assad, und zwar aufgrund einer fehlgeleiteten westlichen Politik, gemeinsam mit Russland in der Tat das Heft des Handelns fest in der Hand hat. Und dann lohnt es nicht, Herr Maas, in die Türkei zu reisen, mit den Türken zu verhandeln. Übrigens, ich habe nichts in Ihren Pressestatements dazu gehört, dass alle Parteien des Deutschen Bundestages den Angriff auf Afrin als völkerrechtswidrig bezeichnet haben. Und das kommt bei Ihnen in Ihren Statements überhaupt nicht vor. Das hätten Sie Herrn Erdogan als allererstes sagen müssen. Und vor allen Dingen nach der möglichen Entlassung von wenigen deutschen Staatsbürgern und deutschen Passstaatsbürgern haben Sie gleich mit den weiteren Milliarden gewunken, die Deutschland eventuell in Türkei als Hilfe zukommen lassen kann. Ja, wo sind wir denn in diesem Lande? Da hätten Sie Herrn Erdogan klar Kante geben müssen und sagen, wir wollen, und zwar nicht nur die Deutschen, sondern die europäischen NATO-Nationen und die Amerikaner wahrscheinlich auch, wir wollen keine Einmischung der Türkei in den syrischen Konflikt, weil damit der Konflikt eskaliert. Das hätten Sie Herrn Erdogan in Stammbuch schreiben müssen. Und da bin ich überzeugt davon, dass es jetzt an der Zeit ist, in der Tat mit Herrn Assad zu reden, ja, auch über einen Wiederaufbau, denn er hat nun mal die Macht des Faktischen in Syrien. Allerdings, ich habe das unlängst im Deutschlandfunk betont, mit einer Garantieerklärung des syrischen Präsidenten, dass er denen, die zurückkehrt in sein Land,
eine Straffreiheit und Verfolgungsfreiheit garantiert. Nur dann können wir finanzielle Mittel für den Aufbau in Syrien zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wenn Sie mit dem Scheckbuch in dieser Hinsicht positiv winken, dann werden Sie sogar einen Erfolg bei Herrn Assad erzielen. Und dann lerne ich von Ihnen immer wieder dasselbe, Herr Maas. In der europäischen Politik, in der Europa-Denken findet die deutsche Außenpolitik ihren Sinn und ihre Zukunft. Sie merken doch, dass dieses Europa gerade aufgrund ihrer Politik auseinanderfällt. Die Briten sind schon draußen, die Visegrad-Staaten stimmen ihnen nicht zu. Sie haben sich, nachdem sie die rote Linie für Herrn Trump, das ist ja schon eindrucksvoll, der amerikanische Präsident kriegt vom deutschen Außenminister mal die rote Linie gezeigt, mit welchen Mächten wollen sie das denn machen? Die Amerikaner haben sich vergrault, die Russen sanktionieren sie, die fallen ebenfalls weg. Die Chinesen üben gerade im größten Manöver aller Zeiten mit den Russen gemeinsam. In Europa bricht die Front auseinander und sie sind noch an der Seite von Herrn Macron, der nichts anderes will als das deutsche Geld zur Sanierung seines maroden Staates und der in Amerika übrigens inzwischen auch nicht mehr den Status genießt, den er einst einmal genossen hat. Das definieren Sie als erfolgreiche deutsche Außenpolitik. Und dann kommt zum Schluss noch die Erkenntnis, dass wir, und dafür sind wir in der AfD-Fraktion fest überzeugt, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, sind wir fest überzeugt, dass es nach wie vor Ihre Devise, Ihre Maxime sein muss, dass grundsätzlich erstmal eine Außenpolitik im deutschen Interesse gemacht wird. Und wenn sich die mit europäischen Nachbarzielen deckt, ist es gut so und das wollen wir anstreben. Aber wir wollen nicht Deutschland für ein Europa opfern, das wir in der Form als AfD nicht wollen und in dem Europa und vor allem Deutschland keine Zukunft hat. Dankeschön. Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Johann Radevogt.